Es war ein bewegender Abschied in der Kirche von Salford am Sonntagabend. Angehörige, Freunde und Nachbarn gedachten in einem Trauergottesdienst der enthaupteten britischen Geisel Alan Henning. Am Freitagabend war ein Video aufgetaucht, das vor laufender Kamera die Ermordung des 47-Jährigen durch die Extremistengruppe Islamischer Staat zeigt. Henning war bei einem Hilfseinsatz im Norden Syriens, bei dem medizinische Ausrüstung in Krankenhäuser gefahren werden sollte, von den Islamisten verschleppt und 9 Monate gefangen gehalten worden. Pfarrer Cyprian Nyobera verlas bei der Trauerfeier am Sonntag einen Brief, den Henning vor seiner Entführung an seine Familie geschrieben hatte. Er sagt, es ist das alles wert, wenn man sieht, wie dringend die Dinge, die gebraucht werden, auch dorthin gebracht werden müssen. Tief bewegt von der Ermordung Hennings zeigten sich auch muslimische Gruppen in Großbritannien. Sie verurteilten die Hinrichtung und sprachen von einer verabscheuungswürdigen Tat. In den Moscheen wie hier in Leeds wurde für den früheren Taxifahrer aus der Nähe von Manchester und seine Familie gebetet. Der Imam Qari Asim sagte, dass die IS-Miliz den Islam im Namen führe, sei zutiefst beleidigend für die muslimische Gemeinde. Sie wollen Angst in die Herzen und Gedanken der Menschen bringen. Wir britischen Muslime stehen solidarisch an der Seite von Hennings Familie und auch vereint mit dem Rest der Welt. Wir werden nicht zulassen, dass diese Terrorgruppe siegt. Während um Alan Henning getrauert wird, wächst die Sorge vor weiteren Morden. Kurz vor der Enthauptung des Briten hatten die Täter eine weitere Geisel gezeigt und als den US-Bürger Peter Edward Kessig identifiziert. Auch er war auf einem Hilfseinsatz in Syrien. Die Eltern des 26-Jährigen bestätigten kurz nach der Ausstrahlung des Videos, dass ihr Sohn in die Hände der Islamisten gefallen sei. Sie appellierten an die Entführer, ihren Sohn gehen zu lassen.